Hier nun drei Aufgaben, die stückweise ein klein wenig aufwendiger sind, wenn man sie zumindest von Hand berechnet. Wir haben es hier mit einem, man nennt es auch manchmal Quellkapital, also einem Anfangskapital. Am Anfang ist nämlich die Quelle von 200.000 Euro zu tun. Und wir wollen jetzt eine Rente auszahlen. Das ist immer zum Zeitpunkt t gleich 0. Wir betrachten jetzt hier mal den nachschüssigen Fall. Der vorschüssige ist dann für zu Hause zum Selbermachen. Der wird gegebenenfalls online vorgerechnet. Das heißt, beim nachschüssigen Fall fängt die erste Zahlung ja erst bei T1 an von 20.000 und die werden dann im Prinzip ausgezahlt. Das braucht man aber nicht machen, kein negatives Vorzeichen vorsetzen. Wir wissen einfach, dass von dem Betrag von den 200.000 werden die 20.000 jeweils ausgezahlt. Und so weiter und so fort. Das, was wir nicht wissen, ist, wann ist der ganze Kram verbraucht? Das heißt also, unser N ist nicht bekannt. Wir suchen also nach der Laufzeit. Und dabei müssen wir wieder angucken. Wir brauchen einen Vergleichszeitpunkt. Wir können zum Beispiel wieder endwertig vergleichen. Das heißt, unsere 200.000 verzinst auf das Ende. Also mal, den Zinssatz brauchen wir noch von 1,6, also P gleich 0,06 oder 6%. Und das gibt ein Q. Wir zahlen wieder zu den Zinszeitpunkten von 1,06. Also mal 1,06 hoch n soll sein unsere Rente. Also unsere 20.000, die wir auszahlen wollen, mal 1,06, auch wieder zum Endzeitpunkt hin angeschaut. Hier steht jetzt das hoch n minus 1 durch 1,06 minus 1. So, jetzt kann man es sich leicht machen. Man nennt den Taschenrechner. Wieder die Solve-Funktion. Und überall da, wo ein n steht, wird das x hingesetzt. Dann müssen Sie nur diese Gleichung lösen lassen. Denken Sie sich eine vernünftige Laufzeit an als Startwert, also mit Start möglichst nah am Zielwert, dann dauert es auch nicht so lang. Wenn man jetzt keinen so schönen Taschenrechner zur Hand hat, dann muss man ein klein wenig Hand anlegen. Und die 1,06 hoch n, hier haben wir noch so eine, die die Variable enthält, auf eine Seite bringen. Das hier können wir leider nicht so recht trennen. Und alles, was jetzt noch schwarz ist, auf die andere Seite. Das heißt, wie sieht es dann aus? Ja, auf dieser Seite bleiben unsere 200.000. Die teilen wir durch unsere 20.000, denn diese hier müssen ja darüber. Dann haben wir unsere 1,06 hoch n minus 1. Die wiederum, die stehen ja auf einem Bruchstrich, deswegen muss man sie am besten mit einer Klammer versehen, müssen multipliziert werden mit den 1,06 hoch n. Vielmehr dividiert werden, weil hier steht mal, da muss hier durchgerechnet werden, also durch 1,06 hoch n. Und diese 1,06 minus 1, die sind nichts anderes als 0,06. Und was hier auf dieser Seite mit durch steht, kommt auf diese Seite mit mal. 200.000 durch 20.000 sind 10, mal 0,06 sind 0,6. Und das sind jetzt, wir teilen jeden Summanden einzeln durch 1,06. Dann haben wir 1,06 hoch n durch 1,06 hoch n. Das ist natürlich 1 minus 1 durch 1,06 hoch n. Anders hingeschrieben ist das 1 minus
1,06 hoch minus n. Jetzt ist die 1 hier noch über. Die muss auf diese Seite. Das Minuszeichen dann irgendwann auch. Wenn man die 1 rübernimmt, haben wir 0,6 minus 1, haben wir also minus 0,4, ist gleich minus 1,06 hoch minus n. Und wenn wir jetzt die ganze Gleichung mit minus 1 multiplizieren, also mal minus 1, dann werden an diesen beiden Stellen zwei Pluszeichen erzeugt. Jetzt muss man logarithmieren. Also hier diese Umformungen sind alle äquivalent. Beim Logarithmieren gilt es immer ein bisschen aufzupassen. Aber dann haben wir hier ln von 0,4 ist, wir dürfen hier den Exponenten vorne vorschreiben, minus n mal ln von 1,06. Also ist damit minus n gleich ln von 0,4 durch ln von 1,06. Und das sind ungefähr minus 15,73. Wenn ich 15 sage, sollte ich auch 15 schreiben. Und damit weiß ich, das sind etwas mehr als 15 Jahre. Wenn ich jetzt die Restschuld ausrechnen möchte nach 15 Jahren, dann gucke ich mir im Prinzip an, was passiert mit meinen 200.000, wenn ich die 15 Jahre bei 6% verzinse, also mal 1,06 hoch 15 und davon meine geleisteten Raten abziehe, auch jeweils 15 Auszahlungen, also 1,06 hoch 15 minus 1 durch 1,06 minus 1. Und dann bekomme ich eine Restschuld zum Anfang des Jahres von 13.792,24. Und die kann ich mir überlegen, ob ich die jetzt noch gleich mit den 20.000 ausgezahlt bekommen möchte oder ein Jahr später, also am Ende des nächsten Jahres, dann muss ich meine 13.792,24 noch einmal verzinsen, also mit 1,06 multiplizieren und bekomme dann den Auszahlungsbetrag heraus. So, für den vorschüssigen Fall probieren Sie das bitte selbstständig. Die nächste Aufgabe ist nicht ganz so komplex, denn hier geht es nur um die Höhe der Einzahlungen. Wir haben einen Barwert diesmal gegeben, und zwar gucken wir uns wieder an, wie sieht das aus. Jährlich nachschüssigen Zahlungen. Barwert ist immer der Wert zum Zeitpunkt 0. Und wir zahlen immer irgendwas hier ein, bis zum Zeitpunkt t gleich 6. Also ist n gleich 6. Wir zahlen nachschüssig. Und wir haben ein p von 0,05 und damit ein q von 1,05. Das heißt, wir wollen jetzt wissen, erstmal gucken wir uns an, was ist das Ganze hier zum Zeitpunkt t gleich 6 wert. Da haben wir k6 ist
e mal 1,05 hoch 6 minus 1 durch 1,05 minus 1. Ja, da haben wir jetzt hier unsere Variable drin. Dann würde ich doch vorschlagen, nehmen wir auch diesen Betrag hier auf den Zeitpunkt 6. Das heißt, wir wollen unsere 600.000 noch mit 1,05 hoch 6 multiplizieren. Dann sind die auch zum Zeitpunkt t gleich 6. Und dann kann ich die beiden gleichsetzen. Das heißt, es gilt zu lösen 600.000 mal 1,05 hoch 6 ist gleich e mal 1,05 hoch 6 minus 1 durch 1,05 minus 1 und damit ist e gleich der Betrag, der auch auf dem Zettel steht. Und zwar 118.210 Euro und 48. So, das war schon die Aufgabe 14. Jetzt noch die Aufgabe 15. Sie möchten ein Haus kaufen. Ihnen werden drei Möglichkeiten zur Zahlung des Kaufpreises angeboten. Ich werde das jetzt einfach mal ein klein wenig bunt machen und die Alternativen dann im Bild in der entsprechenden Farbe einzeichnen. Und zwar für die Alternative 1 nehmen wir mal lila. Das sind 100.000 sofort, 10.000 in 2 Jahren und 60.000 in 8 Jahren. Wie sieht das aus? 100.000 zum Zeitpunkt t gleich 0. 10.000 in 2 Jahren, also zum Zeitpunkt t gleich 2, 10.000. Und 60.000 in 8 Jahren, also zum Zeitpunkt t gleich 8, 60.000. Das ist unsere erste Alternative. Alternative 2, 20.000 sofort, 80.000 in 3 Jahren und in 2 Jahren eine jährlich vorschüssige Rente von 40.000 Euro. Also, wie sieht das hier aus? 20.000 sofort, 80.000 in 3 Jahren und in 2 Jahren, also hier zu dem Zeitpunkt, haben wir eine Rente. Man braucht nicht immer die Zahlungen einzeln hinschreiben, sondern man kann auch einfach sagen, was sind die Parameter, die man einträgt. Wir haben eine 20-jährige jährliche Rente, also n, wir haben also 20 Zahlungen, n ist 20. Dann haben wir vorschüssig. Dann haben wir die Zahlungen von e gleich 4.000 und damit können wir eigentlich alles ausrechnen, was zu dieser Rente gehört. Als dritte Alternative haben wir in 2 Jahren 100.000 und nach weiteren 3 Jahren eine 10-jährige nachschüssige Rente. Und hier haben wir das erste Mal in unserer ganzen Geschichte was Monatliches, was gezahlt wird. Das heißt also, wir haben in 2 Jahren hier 100.000 und eine nach 3 weiteren Jahren, das ist also zum Zeitpunkt t gleich 5, beginnende 10-jährige Rente.
die monatlich zahlt. Das heißt, n ist 10 mal 12 Zahlungen. Das ist bei monatlich. Und dann haben wir nachschüssig. Und wir haben E gleich 650. So, jetzt haben wir für alle diese Zahlungen nicht den gleichen Endzeitpunkt. Diese Rente hier endet zum Zeitpunkt 15, diese Rente endet zum Zeitpunkt 22, dies hier endet zum Zeitpunkt 8. Das ist alles kein schöner Vergleichszeitpunkt. Das heißt, der Vergleichszeitpunkt, der jetzt sich hier etwas eher anbietet, ist der sogenannte barwertige Vergleich. Das heißt, wir gucken alle unsere Zahlungen zu diesem Zeitpunkt an. Das ist also unser Vergleichszeitpunkt aktuell. So, wenn ich jetzt meine Lila-Zahlung als Alternative nehme, also die Alternative 1, dann habe ich, wenn ich das zum Zeitpunkt t gleich 0 betrachte, meine 100.000 sind da schon. Meine 10.000 kommen zwar irgendwie dazu, sind aber noch zu viel wert, die muss ich noch nach vorne hin abzinsen. Also mal 1 durch, was haben wir hier für einen Zins? P sind für alle 5%. Also ist Q gleich 1,05. Hier dann entsprechend durch 1,05 und das 2 Zinsperioden sind hoch 2. Also einfach nur die Umkehrung. Und plus unsere 60.000, das geht jetzt analog, mal 1 durch 1,06 hoch 8. Das heißt, K0 Alternative 1 ist 2 auszurechnen. So, genauso kann man auch, ich kann noch den Betrag hier hinschreiben, 149.000, wenn man es in Taschenrechner eingibt, 680,66. Das ist, denke ich, nicht so schwierig. Alternative 2, das Grüne, macht uns auch nicht gar so viele Probleme. Wenn wir das zum Zeitpunkt t gleich 0 angucken, sind die 20.000 schon da, wo wir sie haben wollen. Unsere 80.000 kriegen wir genauso, wie wir das eben schon gemacht haben, auf den Zeitpunkt 0, indem wir sie mit 1 durch 1,05 und weil es zum Zeitpunkt 3 ist, hoch 3 multiplizieren. Plus. Und jetzt gucken wir uns einfach mal, was passiert mit unserer Rente. Wir geben die mal so ein, wie wir das kennen. 4.000 mal 1,05 hoch 5, hoch 20 minus 1 für unsere 20 Zahlungen durch 1,05 minus 1. Dann soll es noch vorschüssig sein, also mal 1,05. Dann sind wir zum Zeitpunkt 20 Jahre weiter. Das heißt, wir müssen das Ganze noch durch 1,05 teilen hoch 20 für die 20 Jahre der Rente und noch die 2 Jahre, die wir dazu nehmen müssen, weil wir ja hier ein bisschen später anfangen. Das heißt, das Ganze hier darf nicht nur hoch 20, sondern es muss sogar hoch 22. So, das war die grüne Alternative. Bei der blauen Alternative zum Zeitpunkt t gleich 0. Die Lösungen stehen jeweils auf dem Blatt für die Ausrechnung. Die brauche ich jetzt hier nicht nochmal hinschreiben. Für t gleich 0,
Da haben wir erstmal unsere 10.000, Quatsch, unsere 100.000 zum Zeitpunkt 2, müssen wir also mit 1,05 hoch 2 multiplizieren. Dann haben wir sie auf dem Zeitpunkt 0 plus unsere Rente von 650. Wie kriegen wir jetzt das monatlich hin? Das bekommt man eigentlich ganz leicht hin, indem man den konformen Jahreszins nimmt, der für 12 Monate ist. Das heißt also die mit der 12. Wurzel für 1,05. Und dann jetzt hochentsprechend 10 mal 12, also 120 Zinsperioden minus 1. Und hier unten steht dann 12. Wurzel mal 1,05 minus 1. So, das Ganze haben wir jetzt zum Glück auch schon nachschüssig dastehen. Letztendlich waren das ja 10 volle Jahre, also müssen wir es mal 1 durch 1,05 hoch 10 nehmen für die 10 Jahre der Rente, plus nochmal die Zeit, die das später anfängt. Es fängt ja erst zum Zeitpunkt t gleich 5 an, also auch noch plus die 5 Jahre. Das heißt, hier oben muss noch plus 5 gerechnet werden. So, die Lösung steht wieder auf dem Blatt. Ich hoffe, Sie konnten mir folgen.